Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Sandra hat heute wirklich Sitzfleisch. Nein, wir haben noch zwei. Nein, einen. Einen noch? Einer. Such den schöneren. Oh, raus. Ich habe einen schönen. Gut. Der ist toll. Ist gut. Von Marcel. Marcel 03 Badener. Das ist ein Badener. Ach, du auch, gell? Halb. Hast du Hälfte gutes Blut? Ich habe nur gutes Blut, du hoffentlich auch. Hallo, liebes Modern Koi-Team. Ich habe eine Frage zur Aufzucht von Koi und das damit verbundene Management. Welcher Faktor spielt bei der Aufzucht für den Muskelaufbau eine größere Rolle? Eine stärkere, keine starke Strömung selbstverständlich oder eine geringere Strömung? Ich denke hierbei an die Futterverwertung, negative Einflüsse auf das Wachstum und die Gesundheit der Koi. Oder sind es darüber hinaus andere Faktoren für die erfolgreiche Aufzucht von größerer Bedeutung sind? Vielleicht wäre dies eine Frage an den Modern Koi Blog. Viele Grüße, Marcel. Marcel, da könnte ich jetzt wahrscheinlich mit Sandra zusammen 3 Stunden referieren und wir hätten das immer noch nicht abgehandelt. Zur Strömung kann ich dir eins sagen. Du kannst die Fische unter brutaler Strömung halten. Ja? Was das Wachstum in die Länge angeht, kann es sogar passieren, dass sie nicht langsamer wachsen, wenn du denen genügend Futter gibst, wie wenn sie weniger Strömung hätten. Allerdings wirst du irgendwann merken, dass sie schlank bleiben. Also die Relation, der Konditionsfaktor, wie heißt das im Deutschen? Korpulenzfaktor? Korpulenzfaktor. Ja. Ja, der geht nach unten. Und das, dann siehst du, wenn du im Prinzip die Relation Korpulenzfaktor berechnet sich, Länge hoch 3 durch Gewicht in Gramm mal 100, glaube ich. Ja? Das klingt gut. Und der ist irgendwie immer so auf 1,5 bis 2, so roundabout, wenn wir unsere Karaschis großziehen. Und wenn du siehst, dass der über die Zeit nach unten geht, dann musst du einfach schauen, woran liegt es. Entweder fütterst du zu wenig, aber das würdest du erkennen, dass das Wachstum sich verlangsamt, oder du hast eben zu viel Strömung, dass die Fische zu viel Grundumsatz haben. Oder nur Menschen. Oder nur Männchen, das kann natürlich auch sein. Danke, dass du mich aus dem Tritt gebracht hast. Keine Ursache. Danke. Das heißt immer, ich würde Sie nur unterbrechen. Jetzt seht ihr mal, wie es hier wirklich zugeht. Sieh mal, wie schlimm das ist. Na, jetzt bitte. Nein, was wir mal hier, ein Fisch, das war hier in Becken 14, ein deutscher Karaschi, der hatte sich gestoßen an der Seite. Und man kennt es ja, dass dann die anderen Fische den attackieren. Und wir hatten hier einen Futterversuch und das war echt interessant, als wir dann die nächste Messung hatten. Und daher weiß ich das auch aus der und aus anderen Beobachtungen. Der Deutz-Karaschi ist kein bisschen weniger gewachsen als die anderen in die Länge. Aber sein Korpulenzfaktor ging um 0,5 nach unten. Also der war wirklich hager nachher. Der war so gestresst von den anderen, weil er ständig attackiert wurde. Das ging aber nicht zulasten des Längenwachstums, sondern zulasten des Gewichts. Also das zu dem Thema Strömung. Wir arbeiten hier mit mäßig bis starker Strömung. Ja. Was ein ganz großer Faktor ist, was insbesondere auch die Verfettung angeht und Muskelaufbau, Futterqualität, Futterqualität, Futterqualität. Und ich sage, kann es jedem nur empfehlen, wer unter idealisierten Bedingungen die Fische schnell, muskulös, mit guter Kondition groß bekommen möchte, sollte insbesondere auch in Innenhälterung, da geht es ja um die Gesamtwasserbelastung, sollte wirklich mit dem Number One arbeiten. Das Nummer 3 würde ich jederzeit nehmen, wenn meine Tiere mal 75, 80 Zentimeter haben, wenn man die letzten Zentimeter rausholen will, aber das in aller Ruhe über die Jahre, wenn man eben nicht von den großen Tieren noch versucht, ein Rekordwachstum rauszuprovozieren. Ja, ich denke, zu dem Thema kann man auch die unterschiedlichen Altersklassen ein bisschen unterschiedlich bewerten. Für einen Tosai ist natürlich extreme Strömung was anderes als für einen 4- oder 5-jährigen Fisch. Genau. Das ist entscheidend und nach wie vor Futter und Temperatur gehören eigentlich zu einem optimalen Wachstum dazu. So ist es. Also, aber wenn die Fische mal überhaupt keinen, und das kommt auch noch dazu, wenn die Strömung im Teich so groß ist, dass die Fische keine Ruhe mehr kommen, werdet ihr Fische verlieren. Nicht, weil die einen zu großen Grundumsatz haben, sondern wenn ein Fisch mal konditionell angeschlagen ist und vielleicht auch gar keine Nahrung mehr aufnimmt in dem Maße, wenn er einfach mal Ruhe braucht und die Ruhe nicht mehr findet, dann wird eben diese starke Strömung ganz schnell kontraproduktiv. Da kenne ich Teiche, da haben sie nachher
die geschwächten Koi oben in der Uferstein gestanden hinterm haben, die Skimmer. Sich hinterm Skimmer irgendwo genau. einen strömungsarmen Ort gesucht, zwischen Steine reingedrückt, hauptsache immer schwimmen müssen, um mit der jetzt noch vorhandenen Energie möglichst lang auszukommen. Genau, also auch an Lebensraum denken und nicht nur an Wachstum. So ist es. Und bestes Futter füttern. Number one. Danke, Sandra, du kannst jetzt weiter. Tschüss. Ich habe von dir, was ich wollte. Mal.